Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dem Titel gefolgt seid oder dem Thumbnail. Heute möchte ich mit euch ein Adventskalender-Unboxing machen. Und zwar gibt es heute den Balea-Adventskalender zu sehen und oh, er ist schon so wunderschön. Ich zeige ihn euch mal so komplett. Er ist riesengroß und das Design finde ich einfach schon total klasse. Wobei ich das jetzt nicht so weihnachtlich finde, sondern es ist für mich irgendwie so frühlingshaft. Ein bisschen, aber es ist total schön und ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, lasst uns loslegen, lasst uns reinschauen. Ihr wisst, glaube ich, also wer aufgepasst hat, weiß, dass ich im letzten Jahr auch den Balea Adventskalender hatte und tatsächlich bin ich immer noch dabei, so ein paar Sachen aufzubrauchen. Ich habe hier irgendwo, ich glaube hier eine Schublade, wo ich immer noch so ein paar Sachen drin habe, aber bisher fand ich auch noch kein Produkt, glaube ich, so richtig schlecht. Vom Duft her ist manches vielleicht nicht so 100% meine Lieblingsduftrichtung, aber Balea ist immer in Ordnung, ist immer gut. Und dieser Adventskalender ist ja echt nicht teuer mit 14,95 und ja, ich muss den unbedingt haben. Also, wir starten einfach. Ich wollte gar nicht so viel sabbeln, ich wollte einfach loslegen und zeige euch mal die einzelnen Produkte. Also, in der Nummer 1 haben wir von Balea das Waschgel The Most Wonderful Time und es sieht so aus. So. Finde ich eigentlich ganz niedlich. Ich gucke mal eben, ob es nach irgendwas Besonderem riecht. Ob ich das riechen kann. Mal gucken. Nö. Aber bei Waschgel ist es ja auch ganz gut. Dass es nicht so doll nach irgendwas riecht. Also diese kleinen Waschgels finde ich immer... Waschgelpackung. Finde ich immer super. Die kann man mitnehmen, wenn man irgendwo verreist, irgendwo ein paar Tage ist. Und die brennen halt auch nicht in den Augen. Und... das ist total toll zum Abschminken auch. Da muss man nicht sein ganzes Abschminkzeug mitnehmen. Also das finde ich total super eigentlich. Das kann man gut gebrauchen. Machen wir wieder ein bisschen schärfer hier. Dann haben wir Nummer 2. Also vorab, wenn jemand hofft, dass es irgendwelche besonderen Knaller gibt in einem Balea Adventskalender, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Also ich habe noch nicht gespoilert, ich habe noch nicht geguckt, aber... ich glaube, es ist jedes Jahr ungefähr das gleiche Sortiment. Aber es finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es ja ganz toll, wenn das diese kleinen Flaschen einfach nur sind. Und ja, ich muss da nicht super viel Abwechslung haben. Genau, das ist einmal dieses Produkt. Ich weiß nicht, wie ich das finde, dass ich euch das immer wieder scharf machen muss. Ich glaube, ich lasse es vielleicht einfach so. Und ihr seht mich ein bisschen unscharf. Ich hoffe, das ist okay für euch. Oder ich versuche mal so ein Mittelding zu finden. So, könnt ihr das erkennen? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist die Aromadusche The Most Wonderful Time mit weihnachtlichem Zimt- und Orangenduft. Ich hole mal ein bisschen was raus. Ja, so ein bisschen. Ich kann es jetzt nicht so super doll riechen, aber das wird dann unter der Dusche automatisch kommen. Also die weihnachtlichen Düfte sind schon immer sehr extrem, finde ich. Und ich muss mir jetzt auch vornehmen, dass ich die weihnachtlichen Düfte tatsächlich auch jetzt im Winter dann benutzen werde und mir das nicht wieder aufhebe bis zum Sommer, weil im Sommer ist es echt crazy, mit Lebkuchenduft zu duschen. Aber ja, ein kleines Duschgel. Wir sind bei Nummer 3. Wo ist Nummer 3? Wo ist Nummer 3? Ich habe übrigens heute mal, ich weiß nicht, ob man das doll erkennen kann, ob ich für euch aussehe wie ein Lump. Ich habe von, ich glaube, Nivea? Ist das Nivea? Keine Ahnung. Ich kann es gar nicht erkennen. Ich habe auf jeden Fall ein neues Trockenshampoo ausprobiert. Und auf den ersten Blick war ich erstmal ganz überrascht. War erstmal ganz gut. Aber ich weiß nicht. Also, mal gucken. Tagescreme. The Most Wonderful Time. Also ich glaube, dieser ganze Adventskalender heißt einfach The Most Wonderful Time. Das lese ich jetzt nicht mehr vor für euch. Verleiht der Haut neue Energie mit Vitamin C und E. Ja, die ist auch neutral. Genau, so sieht sie aus. Mit Lila. Dann haben wir Nummer 4. Oh, Nummer 4 ist etwas größer. Wintershampoo. Für wintergestresstes Haar. So hieß das andere Shampoo aus dem letzten Adventskalender auch. Für wintergestresstes Haar. Das sieht auch so aus. Riecht auch neutral. Also entweder stimmt was mit meiner Nase nicht oder es riecht alles relativ neutral. Aber das ist okay für mich. Das ist gut. Gut, 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 gut. So, Nummer 5. Ist hier was Kleines? Oh, ein Micellenwasser.
Ich glaube, mit Zahnwasser hatte ich letztes Jahr nicht dabei. Das finde ich cool. Wobei ich, glaube ich, schon mal eins von Balea hatte und ich, glaube ich, nicht so glücklich war. Aber okay, Micellenwasser kann man halt auch immer gebrauchen. Und den kleinen ist halt auch wieder so eine coole Reisegröße, die man mitnehmen kann. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Nummer 6. Wo bist du? Nummer 6 ist ganz klein. Oh, jetzt wird's verrückt. Ein Washi-Tape. Oh Gott, wie süß. So ein kleines weihnachtliches, ja doch, da steht auch Christmas. Ja, Merry Christmas. Ach ja, das ist ganz niedlich. So ein kleines weihnachtliches Washi-Tape. Das finde ich cool. Das ist mal eine Sache, die, also, was heißt, die kann man gebrauchen, aber für jemanden wie mich, der Washi-Tape sammelt, weil er ein bisschen geisteskrank ist das ganz cool. Genau. Dam, 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 dam. Nummer 7 ist relativ groß. Also ich glaube sogar das größte von allen. Oh, schöni. Oh, aber fest integriert. Was ist hier los? Ah, weil mit so Klebepads festgeklebt, damit das nicht durch die Gegend rutscht. Also erstmal eine schöne Verpackung. Ich liebe das, wenn diese Lichterketten hier oben sind. Da bin ich ein großer Fan von. Und das sind sternförmige Hydrogel-Augenpads mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Also sternförmig finde ich auch sehr niedlich. Ja, Augenpads, cool, oder? Also, finde ich richtig gut. Sowas gab es letztes Jahr auch nicht. Von daher, also Balea, es ist schon auf jeden Fall nochmal wieder besser als letztes Jahr, würde ich sagen. So, hier haben wir wieder ein größeres Produkt. Meine Wurstfinger und ich versuchen, all das rauszukriegen. Body Lotion mit wundervollem Vanille-Kokosduft. Warum muss immer überall Kokos drin sein? Hä? So. Oh, aber es riecht gut. Oh ja. Ah ja, eine Body Lotion, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Das wird interessant. Ich meine, ich habe jetzt kürzlich auch von Balea Essen, vielleicht die aus dem letzten Jahr sogar, die Body Lotion aufgebraucht. Die werdet ihr, glaube ich, in meinem nächsten Aufgebraucht-Video sehen. Ja, schön. Freue ich mich. Freue ich mich. Das sind so Sachen, die kann ich gut gebrauchen. Beim letzten Mal waren relativ viele Duschgels drin. 3 oder 4, glaube ich, oder so. Ich bin sehr gespannt. Also einige Formen hier sehen so aus, als wenn mich da noch was erwartet. Aber ja, mal gucken. Balea Duschpeeling mit blumigem Rosenduft. Das ist auch wieder so. Wobei ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen muss, das mit der Lichterkette, ne? Die Lichterkette ist ja auf jedem Produkt drauf. Sieh wieder. Aber das ist aber ein schöner Duft. Ja, Duschpeeling. Das ist was man auch im Sommer benutzen kann, würde ich behaupten. Also blumiger Rosenduft ist jetzt ja nicht nur zwingend weihnachtlich. Ne? So, wir sind bei Nummer 10 angekommen. Soweit sind wir schon. 10 ist wieder ein bisschen kleiner. Winterspülung mit Panthenol für strapaziertes Haar. So sieht sie aus. Oh, das riecht sehr gesund. Aber nicht schlimm, also. Ja, eine Winterspülung. Ich kann da nicht ganz so viel zu sagen, weil so spannend ist es jetzt nicht. Ich muss da jetzt nicht eine halbe Stunde über jedes Produkt reden. Handcreme für geschmeidig zarte Hände. Handcreme ist ja immer so ein Ding bei mir. Ich benutze sie ja nicht. Vielleicht schaffe ich es diesen Winter mal. Mal gucken. Vor allem jetzt, wo ich wieder arbeiten gehe. Vielleicht stelle ich mir einfach eine ins Büro und benutze sie immer mal. Aber naja, das ist aber schlimm mit mir. Puh. Oh, die ist aber sehr geruchsintensiv. Mit Shea Butter und Panthenol. Weiß ich nicht, die riecht irgendwie. Naja, ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall von der Größe her mal wieder eine, die man eigentlich schnell aufbrauchen könnte, wenn man sie regelmäßig benutzt. Eigentlich. So. Wir sind, glaube ich, bei Nummer 13, ne? Sieht so aus. Da ist eine Duschcreme drin. Mit Schoko-Honigduft. Oh. Puh. Also, das ist eine Schokonote, die riecht nach einem richtig saftigen, geilen Brownie. Das muss ich sagen. Also, die Schokonote ist echt gut. Vielleicht ist es die Honignote, die mir nicht ganz gefällt. Vielleicht ist es die Tatsache, dass ich das nicht essen kann, sondern mir auf den Körper schmiere.
Das finde ich, glaube ich, nicht so gut. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die ich schnell aufbrauchen möchte, damit sie weg ist. Aber, also sie riecht auf jeden Fall sehr nach Essen. Also sehr nach doller, intensiver Schokolade. Das ist natürlich cool. So. Und für Leute, die das gerne haben, das ist, glaube ich, der Knaller. Jetzt wird's spannend. Eine Augenpflegecreme spendet Feuchtigkeit mit Vitamin E. Eine kleine Tube. Augenpflege morgens und abends nach der Reinigung auf die Haut rund um die Augen auftragen. Sanft einklopfen. Ja, das ist ganz niedlich. Das kann man immer gebrauchen, sowas. Gerade wenn man älter wird. So. Lass mal aufmachen, das Ganze hier. Ist nicht so einfach. So, ein Lippenbalsam mit cremigem Schokoladenduft für geschmeidig weiche Lippen. Das ist bestimmt schön für Menschen, die es mögen. Ich glaube, das wird ein Produkt, was ich verschenke. Sorry, ich bin leider überhaupt gar kein Fan von so dollen Düften. Außer das riecht vielleicht nach Kirsche oder so. Das ist für mich okay, aber Schokolade muss nicht sein. Aber da werde ich Abnehmer für finden. Das ist ja auch schön. So, hier haben wir als nächstes wieder ein nachgeklebtes Produkt. Etwas Größeres. Es sieht so aus. Es ist eine Haarmaske. Nährpflege und Anti-Statik-Effekt für wintergestresstes Haar mit winterlichem Blumenduft. Oder bin ich aber gespannt. Ja, sowas kann man auch immer gebrauchen, ne? Wobei, ich glaube, ich habe vielleicht auch noch eins vom letzten Jahr, aber das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall freue ich mich da drauf. Na? Nummer 17 haben wir als nächstes. Und das ist eine Flasche Haarduft mit winterlichem Blumenduft. Oha, das ist interessant. Ich mach mal die Buddel auf und riech mal dran. Oh, es riecht gar nicht schlecht. Cool, freue ich mich drauf. Werde ich auf jeden Fall benutzen im Winter. Ist jetzt gar nicht so riesig, die Buddel, was ganz cool ist, weil, naja, es gibt vermutlich nicht so viele Tage und Anlässe, wo man sagt, man möchte das. Und kannst, also ich könnte mir vorstellen, dass man sowas nicht jeden Tag drauf macht, sondern immer mal. Aber ja, schon cool. Das kann man machen. Und sowas hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch nicht drin, meine ich. Das hatten wir auf jeden Fall drin. Schaumbad mit Zimt und Orangenduft. Ich weiß nicht, wie der Duft letztes Jahr war, aber Schaumbad war auf jeden Fall auch mit dabei. Das schadet ja aber auch nicht. Oh, das finde ich aber angenehm. Und gerade für die kalte Jahreszeit finde ich das, glaube ich, richtig schön mit Zimt und Orangenduft. Das ist gut, da freue ich mich drauf. So, Nummer 19 haben wir schon. Wir haben es bald geschafft. Gesichtsmaske. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Traubenkernöl. Aber in einer Tube tatsächlich. Das finde ich ja ganz cool. Das ist zum Auftragen irgendwie ganz nett. Oh, riecht auf den ersten Riecher. Auch ganz nett eigentlich. Ja, freue ich mich drauf. Die werde ich gerne benutzen. Schön, 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 schön. Einige Produkte hier gefallen mir richtig gut, muss ich sagen. Und auch die Tatsache, dass es die letztes Jahr nicht gab, finde ich ganz cool. Einige Produkte, ja, sind halt letztes Jahr auch gewesen. Aber ich finde es ganz schön, dass da ein bisschen Abwechslung tatsächlich drin ist. Habe ich nicht mit gerechnet. Fußbutter mit süßem Vanilleduft. Das ist immer gut. Im Winter geht es den Füßen ja oftmals nicht so gut. Das kann man immer gebrauchen. Das riecht ganz okay. Tatsächlich habe ich diese Handcreme, so eine kleinen Tuben, auch schon öfter benutzt, um einfach meine Füße einzucremen. Also schadet nicht. Nur dass so eine Fußbutter natürlich sehr viel intensiver ist, sehr viel, ich vergesse mal, wie das Wort heißt, reichhaltiger als eine Handcreme, ne? Und auch natürlich zäher. Dickflüssiger, zäher. Nicht so flüssig. Genau, die Konsistenz ist anders und deswegen eignet sie sich natürlich besser. Aber mein Gott, wenn man sowieso keine Handcreme benutzt, dann ist das natürlich praktisch, dass man die anderweitig benutzen kann. Also, why not, ne? So, hatten wir nochmal 20 schon? Haben wir nochmal 12 ausgelassen, Leute? Hat irgendeiner von euch aufgepasst, dass wir nochmal 12 ausgelassen haben? Wir machen kurz mit Nummer 12 weiter. Haaröl pflegt strapaziertes Haar. Das ist auch interessant. Hatten wir vorher, glaube ich, auch nicht. Das riecht, glaube ich, ganz nett, muss ich sagen. Steht aber nicht mit, was das ist, aber es riecht ganz toll. Ja, cool. Das kann man gut gebrauchen. Also Nummer 12 hatten wir scheinbar dann ausgelassen. Das haben wir jetzt nachgeholt.
Nummer 20 hatten wir vielleicht schon? Oder es gibt keine Nummer 20? Hatten wir schon. Wir machen weiter mit Nummer 21. Nummer 21 ist wieder ein Duschgel. Also ihr merkt, es ist sehr duschlastig. Guck mal eben. Das. Also wir haben eine Duschcreme, eine Aromadusche, ein Duschpeeling bisher und... Ist das auch eine Duschcreme? Nee, ich glaube nicht. Und jetzt haben wir ein Duschgel mit weihnachtlichem Duft. Und dann reicht es auch, finde ich. Mehr brauchen wir da nicht davon. Das hat schon wieder was von Lebkuchen, finde ich. Das ist wirklich, also das ist in Ordnung und das ist auch super und es funktioniert auch gut. Es fühlt sich ganz toll an, also es fühlt sich gut an. Es ist alles in Ordnung. Aber es ist halt wirklich was für den Winter, finde ich. Es ist nichts für, man benutzt es, wenn draußen ein bisschen die Sonne scheint. Dann fühle ich mich irgendwie nicht wohl, wenn ich mich mit Lebkuchen einreibe. So, Nachtcreme, stimmt. Tagescreme hatten wir, glaube ich, schon, ne? Hatten wir schon eine Tagescreme? Ja, eine Tagescreme hatten wir schon. Und jetzt kommt noch die Nachtcreme dazu. Intensive Feuchtigkeitspflege über Nacht. Genau, das ist hier die Tagescreme in grün und das in diesem braun-gelb ist Nachtcreme. Die wird auch neutral riechen, denke ich. Ja, das ist auch gut so. Genau, Nachtcreme ist auch immer schön. Schön, schön, schön. Wir sind bei Nummer 23, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Körperpflegeöl mit Mandelöl und Duft nach Vanille. Körperpflegeöl ist auch mal ganz nett. Das riecht wieder so toll. Also Mandel und Vanille passt irgendwie ganz gut zusammen. Das ist irgendwie ganz nett. Das kann man vielleicht ja auch für eine kleine Massage benutzen, würde ich sagen. Aber natürlich auch für sich selber, um sich einzuölen. Das finde ich schön. Finde ich ganz niedlich. Und jetzt, Leute, sind wir bei dem letzten Türchen angekommen. Wir sind bei Nummer 24. Und ich krieg's nicht raus. So. Es ist eine Tuchmaske. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Vanilleextrakt und Mandelöl. Wuhu, das finde ich cool. Und es ist scheinbar auch eine mit so einem coolen Design, wie mir scheint. So ein weihnachtliches Design. Richtig gut. Also finde ich toll, dass das so das Produkt noch für Weihnachten ist. Beziehungsweise, ich finde es toll, dass überhaupt sowas... Also, wartet. Ich glaube, das waren so die Produkte, die ich besonders cool fand. Genau. Also, das sind, glaube ich, so meine Lieblingsprodukte. Oder die ja so ein bisschen was Besonderes sind. Das Micellenwasser einmal. Dann das mit dem Washi-Tape fand ich ganz cool. Haarmaske, Hydrogel, Augenpads und die Tuchmaske. Das finde ich irgendwie ganz cool. Man hat nicht nur Duschgel und Shampoo irgendwie, sondern man hat auch ein bisschen was anderes. Und das finde ich ja, total schön. Übrigens, was ich nicht erwähnt hatte, hier in dem Adventskalender stehen bei jedem Türchen auch schöne Sprüche drin. Das finde ich irgendwie total niedlich, dass man jeden Tag auch irgendwie einen kleinen schönen Spruch hat. Also wer vorhatte, sich diesen Adventskalender zu kaufen und jetzt das Gefühl hat, oh ja, das sieht interessant aus, Leute, macht es. Er kostet nur 14,95 €. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da sind viele schöne Produkte dabei, gerade auch Reisegrößen, wenn ihr sagt, ihr seid öfter mal unterwegs und wollt nicht jedes Mal Shampoo und Duschgel und so weiter mitschleppen, sondern braucht einfach das Ganze ein bisschen komprimierter, finde ich, sind diese Sachen optimal. Nutze ich total gerne dafür. Wenn ihr sagt, ihr seid Typen, ihr braucht irgendwie mal was Weihnachtliches, braucht ein bisschen was mit einem intensiven Duft, kauft euch auf jeden Fall diesen Adventskalender. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Adventskalender-Unboxing gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Wer mag, darf gerne einen kleinen Tannenbaum oder ein Sternchen in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.